Ich. Natürlich wieder ich. Immer und immer ich. Weißt du was, es ist wirklich gescheiter, wir lassen uns scheiden. Meinst du das ernst? Ja, wenn ich so ein Arschloch bin, wie du immer tust, dann muss es doch eine Erlösung für dich sein. Fehlt dir was? Sag mal, spinnst du mich so zu erschrecken? Entschuldigung, ich hab gedacht, du hast einen Hexenschuss, weil du so unbeweglich dagestanden bist. Ich hab nachgedacht. Du hast nachgedacht? Papa, das ist ganz was Neues. Ganz was Neues wäre, wenn du mit deinem Vater reden würdest, wie normale Söhne mit ihren Vätern reden. Und wenn du auf der Uni endlich ein paar Prüfungen bestehen würdest, du Trottel. Merkst jetzt, was du für ein Trottel bist? Ich glaube, ich träume. Guten Abend. Guten Abend, Frau Schnabel. Entschuldigen Sie, aber ich habe drüben so einen lauten Pumperer gehört. Jetzt wollte ich einfach fragen, ob ich Ihnen ein bisschen behilflich, also Dings, also sein, also kann. Ja, sie wohnt jetzt bei mir, weil sie gerade keine Wohnung hat. Und Geld hat sie auch keins, weil sie jeden Monat ziemlich viel an eine Wohnbaugesellschaft überweisen muss. Und die haben noch nicht einmal angefangen zu bauen. Ich meine, ich kann sie doch nicht auf der Straße sitzen lassen. Aber sie wären sie gern los. Los weiß ich nicht, aber jedenfalls draußen aus meiner Wohnung. Versteh, versteh, versteh. Überall Licht. Normalerweise schläft sie doch um diese Zeit. Frau Wurm? Du bleib da, nimm das los. Sag bloß, du hast Angst, dass mir was passiert. Sag mir lieber, ich will nicht schuld sein, wenn dir was passiert. Sehr charmant. Du sollst draußen warten. Ich sag, geh raus. Na, Mahlzeit. Ist was passiert? Nein, nein, nein. Es ist alles in Ordnung. Der Auto. Den Trottel habe ich gehört. Ich hoffe, das war ein Selbstgespräch. Was? Nein, nichts für Ungutheit, Spekter. Ich habe ihn nicht gleich erkannt. Es ist kaputt am Rauer. Ja, und wenn, dann ist es ein Schaden für die Republik. Es ist nämlich ein Dienstrat. Störe ich? Nein, ich bin schon fertig. Wow. Was wow? Na du, ich mein, na nix, dann sagst du wieder, Komplimente magst du nicht. Komm mit, ich muss dir was zeigen. Auch wow. Piept. Wissen Sie, was passiert ist? Ich kann's mir denken. Also wir kriegen eine Meldung rein, dass eine junge Frau entführt worden ist. Und der Mann, der sie entführt hat, der fährt genauso einen Wagen wie Sie. Ich sehe das Auto, ich nehme natürlich sofort die Verfolgung auf. Und jetzt, es ist ein Wahnsinn. Sagen Sie, die junge Frau, die da bei Ihnen ist, glauben Sie, dass ich Ihre Personalien haben könnte? Arrivederci, Herr Horowitz. Arrivederci.